Aus Berlin, das Thema bei Anne W. Immer mehr Hartz-IV-Sanktionen, fiese Schikane oder notwendige Kontrolle. Und hier ist Ihre Gastgeberin, Anne W. Guten Abend. Willkommen. Schön, dass Sie hier sind. Und wir haben noch mehr Gäste, die ich Ihnen vorstellen will. Bei uns sind zwei Frauen, die gesagt haben, sie wollen nicht länger auf Hartz IV angewiesen sein und handeln jetzt mit Schrott. Ramona Fernandez und Susanne Kruse sind bei uns. Dann der Geschäftsführer des Jobcenters Berlin-Neukölln, Klaus-Peter Hansen. Die Hartz-IV-Anwältin Lara Heidmann und die Politiker Ottmar Schreiner von der SPD und Frank Steffel von der CDU. Ihnen allen ein herzliches Willkommen. Mächtig stolz auf eine Zahl, die es bisher nie gegeben hat. Neuer Rekord. 1 Million Sanktionen bei Hartz-IV-Empfängern innerhalb eines Jahres. Wer ein Jobangebot ablehnt, dem können die Hartz-IV-Leistungen gekürzt werden. Beim ersten Mal gibt's 30% weniger. Bei wiederholten Pflichtverletzungen kann das Arbeitslosengeld komplett entfallen. Und wer unter 25 Jahre alt ist und ein Jobangebot ausschlägt, der bekommt noch schneller nichts. Zu Recht sagt die Mehrheit. 55% der Deutschen glauben, Arbeitslose suchen nicht selbst aktiv nach Arbeit. Und sogar 57% finden sie zu wählerisch bei der Arbeitssuche. So hat es in Bremen auch der empörte Friseurmeister Detlef Gehlhaar erlebt. Er bekam eine Bewerbung voller Rechtschreibfehler zum Friseurhelfer. Ich bewerbe mich bei Ihnen nicht, weil ich das nicht möchte. Ich bewerbe mich nur bei Ihnen, weil BAGIS, das ist das Bremer Jobcenter, das von mir verlangt. Ich selber habe keine Lust auf diese Art von Arbeit. Und auch habe ich davon keine Ahnung. Und möchte das auch gar nicht lernen. Frau Heidmann, Sie sind Rechtsanwältin. Sie haben sich spezialisiert auf Sozialrecht. Sie arbeiten in Berlin-Neukölln. Das ist dann gleich neben dem Jobcenter dort, wovon Herr Hansen auch bei uns ist, und haben eine Menge zu tun dort. Wenn Sie diesen Fall sich anschauen, da hat jemand diesen Brief geschrieben auf zerfleddertem Papier und macht klar, er will sowieso überhaupt gar nicht arbeiten. Wird derjenige nicht absolut zu Recht bestraft? Ich würde sagen, das kommt darauf an. Also wenn ich den Fall jetzt als Anwältin vor mir hätte, würde ich da wahrscheinlich erst mal nachfragen. So wie ich den Text jetzt da verstanden habe, schrieb der Herr zum Beispiel, und ich habe davon gar keine Ahnung. Mhm. Da würde ich wahrscheinlich erst mal nachfragen, ob dieser Herr überhaupt eine Friseurausbildung hat oder wo er da sonst arbeiten sollte. Wenn er keine Friseurausbildung hat, dann würde ich sagen, dann ist das richtig. Egal wie er sich bewirbt, er wird nicht eingestellt werden, weil er kein Friseur ist. Und solche Fälle habe ich ja durchaus häufiger mal. Also sagen Sie, in dem Fall ist eine Sanktion dann auch noch nicht mal richtig? Ich würde da, wie gesagt, nachhaken. Ich weiß im Augenblick nicht mehr über diesen Fall. Mhm. Im Augenblick kann ich das nicht sagen, weil ich nur diesen Text kenne. Und als Rechtsanwältin hake ich da mehr nach. Das heißt, es ist mein Job, den Fall herauszufinden und auch die Beweggründe des Menschen dort herauszufinden, warum dieser eben den Job nicht angenommen hat. Es gibt durchaus Fälle, klar, wenn der jetzt, er ist Friseurmeister, er wäre qualifiziert, er hat keine gesundheitlichen Einschränkungen, mhm, nichts, wirklich aber auch gar nichts spricht dagegen. Dann würde ich den Fall wahrscheinlich nicht annehmen, weil ich davon ausgehen würde, diese Sanktion wäre jedenfalls dem Gesetz nach zu Recht erfolgt. Herr Hansen, was würden Sie sagen? Würde derjenige zu Recht sanktioniert werden? Also zumindest läuft da jetzt ein ganz großes Risiko, dass er angehört wird, weshalb dieses wahrscheinlich dann das Arbeitsangebot nicht angenommen werden konnte, wenn der Arbeitgeber uns das mitteilt. Wir sind ja keine Heckenschützen, was die Sanktionen betrifft. Das heißt, es ist ein Verwaltungsakt. Das heißt, bevor die Sanktion ausgesprochen wird, wird derjenige angehört. Hätte also noch die Möglichkeit, sich zu äußern. Mhm. Und erst danach würde entschieden, nach Prüfung des Sachverhalts, aus unserer Perspektive, ob eine Sanktion tatsächlich... Verstehe ich aber nicht. Der ist doch aufgefordert worden von dem Jobcenter in Bremen, sich genau zu bewerben. Das spricht ja aus dem Brief offensichtlich. Warum würden Sie sich dann erst danach damit beschäftigen? Also wenn es um die Sanktionsentscheidung geht, haben wir vorher den Betroffenen noch mal zu hören.
Es kann ja andere Gründe gegeben haben, dass der Arbeitgeber zum Beispiel am Ende gesagt hat, er nimmt ihn doch nicht. Ich habe auch Fälle, wo jemand ganz schlechte Bewerbungen geschrieben hat, mit anderem Tenor natürlich, aber trotzdem, wo man sagt, also das ist eigentlich eher eine Anti-Bewerbung gewesen. Und dennoch ist am Ende sogar ein Arbeitsverhältnis zustande gekommen. Also insofern kommt es immer, da bin ich bei Ihnen. Freut man auf den Einzelfall an. Vielleicht sollte man vielleicht kurz noch erwähnen, was überhaupt eine Anhörung ist, weil er das jetzt so gesagt hat, dass es eine Formvorschrift ist, die Voraussetzung ist, damit eine Sanktion formell rechtmäßig ist. Das heißt, das Jobcenter muss anhören und das ist im Regelfall ein Brief, der daraus geschickt wird. Darauf kann man antworten. Oder auch nicht, man darf antworten, was natürlich dann ein Problem sein kann, wenn diese Person möglicherweise nicht gut lesen und schreiben kann beispielsweise. Aber es ist eine Formvorschrift und geht der Sanktion voraus. Frau Fernandes, ich will Sie noch mal kurz vorstellen. Ich habe ja eben schon gesagt, Sie haben mit Ihrer Freundin gemeinsam gesagt, wir wollen nie wieder auf Hartz IV angewiesen sein. Wir machen uns selbstständig, wir ziehen einen Laden hoch und das haben Sie auch gemacht. Sie haben einen Schrotthandel gemeinsam in Emden in Ostfriesland, fahren damit so einem Laster rum und sammeln bis zu, mindestens eine Tonne Schrott am Tag. Ja. Was auch der Hammer ist, will ich gleich noch mehr zu hören. Aber vielleicht erst mal zu dem Film, wenn Sie das sehen, diesen Waschzettel an Bewerbung. Sagen Sie dann, da ist jemand aber ganz schön raffiniert oder ist der dreist? Ich finde das dreist. Ich habe selber damals so eine Bewerbung vor ein paar Jahren mal zugeschickt gekriegt. Und das war eindeutig, da waren Fehler drin, die sind mit Absicht reingesetzt worden. Das war einfach nur, um sein Soll zu erfüllen, dass man eine bestimmte Anzahl an Bewerbungen im Monat wegschickt. Also fänden Sie dann auch richtig, wenn derjenige von mir aus nach der Anhörung dann eine Strafe dafür bekäme? Ja, eigentlich wohl, für die Dreistigkeit doch. Herr Schreiner. Um solche Fälle zu vermeiden, wir müssen ja nicht klemmen an dem einen Beispiel, es gibt ja offensichtlich eine sehr große Zahl an Fehlverhalten und an Missbrauch, braucht es dann eben doch die vielen Sanktionen? Also über die Zahlen müsste man sich jetzt streiten. Wir haben Anspruchsberechtigte nach Hartz IV, nach meiner Kenntnis, etwa 3,5 Millionen. Wenn man sich die Zahlen genauer anschaut, in den Zeitungen steht zwar zum ersten Mal innerhalb einer Jahresfrist über 1 Million Missbrauchsfälle, Sanktionsfälle. Es gibt aber nur 120.000 Sanktionierte. 146.400 hat uns gestern nochmal die Bundesagentur gesagt. Im Ausschuss der Arbeit und Soziales im Deutschen Bundestag, dem Präsidenten der Bundesagentur und seinen Stellvertretern. Mhm. Nach meiner Kenntnis wurde uns präsentiert, 3,5 Millionen Anspruchsberechtigte, 120.000 Sanktionierte, das sind 3,4% Leistungsmissbrauch. Wobei da immer noch die Frage ist, was ist Leistungsmissbrauch? Aber wenn wir bei einem Gesamtsystem eine Missbrauchsquote von etwa 3% haben, heißt das umgekehrt, dass sich 97% der Betroffenen korrekt verhalten. Das stellt die ganze Geschichte vom Kopf auf die Füße. Ja, also die ganz große Mehrheit verhält sich korrekt, gibt sich Mühe, arbeitet, engagiert sich und kommt gleichwohl in Misskredit, weil die öffentliche Wahrnehmung ist, riesige Fälle von Missbräuche, also das ist die Hängematte, da wird alles missbraucht, da sind die Arbeitsverweigerer, das genaue Gegenteil ist die Realität. Haben Sie dann aber dennoch Verständnis, dass man sagt, nein, aber diese Sanktionen muss man dann eben auch verhängen, von mir aus gegen wenige Menschen im Vergleich zu dieser Zahl von 1 Million, wirkt ja mehr als 120.000 dann sehr wenig. Also werden die mehrfach bestraft, anders kann der Wert ja gar nicht zustande kommen. Sagen Sie dann, die kann man aber dennoch nicht straffrei laufen lassen oder sagen Sie, nee, ich will überhaupt keine Sanktionen? Ja, was heißt denn bestraft? Ich will ja mit Sanktionen erreichen, dass sie ein bestimmtes Verhalten annehmen. Nochmals, es geht um eine sehr kleine Gruppe. Die Frage ist, welches Verhalten wird sanktioniert? Soweit ich die Zahl kenne, sind bei den eben genannten etwas mehr als 3%, ein Siebtel dabei, die eine angebotene Arbeit ablehnen. Ein Siebtel. Die überwiegende Mehrheit der Sanktionierten sind Leute, die Meldefristen versäumen, die dies oder jenes falsch machen, möglicherweise auch Fristen versäumen, was auch immer. Ist aber auch nicht korrekt. Nein, das ist nicht korrekt, aber das muss ja nicht unbedingt mit Absicht geschehen. Man darf auch nicht ganz vergessen, es gibt bei diesen Leuten auch sehr viele, die nicht gut schreiben und lesen können. Wir haben in Deutschland schon eine relativ hohe Quote von Analphabeten. Das ist ja alles mit dabei und da kann es schon mal passieren, dass das nicht ganz so korrekt zugeht, wie man sich das vorstellt. Ich habe gelesen in Fälle, wonach wenn jemand die vorgeschriebenen 20 Bewerbungen nicht erreicht, sondern nur auf 18 Bewerbungen kommt, wird er sanktioniert. Das halte ich für hochproblematisch. Ich halte es für hochproblematisch. Kommt das vorher, haben Sie? Also es gibt eine sogenannte Eingliederungsvereinbarung. Vor mehreren Jahren war es sogar noch so, dass sanktioniert wurde, wenn man diese Vereinbarung nicht abgeschlossen hat. Das ist gestrichen worden.
Die Vereinbarung selbst ist aber ein gegenseitiges Rechte und Pflichten. Da sagt geben. Man zum Beispiel, dass man 20 und wenn dort vereinbart worden ist, wenn es Sinn macht, das muss man immer dazu sagen, wenn es Sinn gemacht hat, 20 Bewerbungen in einer bestimmten Zeiteinheit zu absolvieren, es kommt auch auf die Marktchancen des jeweiligen Empfängers an, die können ja sehr unterschiedlich sein. Wenn er dann diese Vereinbarung nicht einhält, dann wird danach gefragt, gab es dafür Gründe? Hattest du wichtige Gründe? Und wenn er die nicht hatte, kann es durchaus sein, dass auch dann wegen Verstoß gegen die Eingliederungsvereinbarung eine Sanktionierung eintritt. Gut, ich aber ich bin trotzdem bei Ihnen, weil auch bei mir in Neukölln sind ca. 78% aller Sanktionen Meldeversäumnisse. Und nur ein Bruchteil, also genau wie Sie das beschreiben auf Bundesebene, finde ich das auch in Neukölln wieder. Wir haben ungefähr 20.000 Sanktionen, jetzt schon dieses Jahr. Und damit sind Sie das Jobcenter in Berlin, das die meisten Sanktionen so ist das. Verhängt. Aber wir haben ja auch mit die meisten Kunden, das muss man immer in Relation noch betrachten. Wir kommen mit diesen 20.000 Sanktionen auf eine Sanktionsquote von 5%. Das heißt, wie Sie das sagen, 95% der Menschen, die wir betreuen, verhalten sich korrekt. Und ich sage ja immer, eine Sanktion selbst ist auch kein Leistungsmissbrauch. Also Leistungsmissbrauch ist jemand, wenn jemand Einnahmen hat, Vermögen hat, was er uns nicht angezeigt hat. Oder Schwarzarbeiten geht. Eine Sanktion ist letzten Endes eine gelbe Karte, zumindest beim ersten Mal. Tut aber ich schon weh, immer, ne? Die tut auch weh für einen Jugendlichen, im Schnitt 30 Euro für ein Meldeversäumnis. Das klingt vielleicht erstmal nicht so viel, wie wenn Sie zu schnell Auto fahren, gibt es ja auch ein Bußgeld. Mhm. Aber wenn Sie mal die 30 Euro in Relation setzen zur Grundsicherung, würde das im Vergleich bedeuten 250 Euro für zu schnell fahren. Also das tut dann richtig weh, das ist auch nicht vergnügungssteuerpflichtig. Aber wir denken dennoch, und es ist auch wichtig, dass ich die Gelegenheit heute habe, das zu sagen, dass eben auch unsere Auffassung ist, dass die meisten der Menschen, die bei uns sein müssen, sich korrekt verhalten. Ja. Weil ich dazu ganz gerne sagen würde, zum Thema der Sanktionen, insbesondere der Terminsanktionen, Meldeterminsanktionen, die sind auch deswegen mehr geworden, weil sich sagen wir, rechtliche Voraussetzungen geändert haben. Früher reichte das aus und reichte auch üblicherweise im Jobcenter meines Wissens aus, wenn man eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorlegte. Das wird jetzt nicht mehr akzeptiert, sondern die Leute müssen jetzt eine Wegeunfähigkeitsbescheinigung nachweisen. Das heißt, sie müssen sich vom Arzt bestätigen lassen im Rahmen eines Attestes, dass sie dort nicht hingehen konnten. Das kostet die erstens Geld und zweitens wissen das die meisten auch gar nicht. Die meisten denken, ich war krank, gehe ich nicht hin. Und werden dann später sanktioniert und wundern sich. Genau, und das hat sich insoweit geändert, weil dadurch, dass die Auffassung des Jobcenters sich da meines Wissens auch geändert hat, dadurch werden das natürlich jetzt mehr Sanktionen, weil alle die natürlich dazukommen. Diese riesige Zahl, Herr Steffel, 1 Million Sanktionen, die liest man in der Zeitung und denkt natürlich, Wahnsinn, sag mal, das ist ja unglaublich. Dann liest man weiter und liest vielleicht auch, was Herr Schreiner auch gesagt hat, dass sich die größte Zahl, 97%, absolut korrekt verhält. Ist es dann nicht total daneben, A, mit der Zahl zu wuchern, B, so viele Menschen unter Generalverdacht zu setzen und mit großem Misstrauen zu überziehen, die sich doch eigentlich weit überwiegend super korrekt verhalten? Ja, ich glaube auch nicht, dass das getan wird. Also mein Eindruck ist, dass da schon differenziert wird. Wir müssen alle aufpassen, dass wir nicht über Einzelfälle diskutieren. Jeder kennt einen, der erklärt, ich habe keine Lust. Und der wird dann weit verbreitet. Und jeder kennt natürlich auch ganz traurige Fälle, wo Menschen in Hartz IV sind, die es sehr, sehr schwer haben am Arbeitsmarkt. Ich finde, wir sollten die Debatte vom Ziel definieren, Frau Will. Mhm. Das Ziel muss sein, diese Menschen irgendwann möglichst schnell wieder in ein selbstbestimmtes Leben, in die Teilhabe zu bringen und in die Arbeit, in den Arbeitsmarkt zu integrieren. So, und das ist für mich das, was eigentlich motiviert. Und bei diesem jungen Mann, der eben diesen Brief geschrieben hätte, würde ich als erstes mal sagen, der muss mal zu seiner Beraterin in den Jobcenter kommen und die muss mal gucken, ob der in der Lage ist, einen besseren Brief zu schreiben oder ob er das wirklich ernst gemeint hat. Denn der Brief war ja so unter aller Kanone, dass man ihm eigentlich helfen muss, eine vernünftige Bewerbung zu schreiben. Und wenn er dann erkennbar keine Lust hat, dann finde ich allerdings auch, dass die Gesellschaft den Anspruch hat, dass mit dem Geld der Steuerzahler vernünftig umgegangen wird. Und man sagt, das Gesetz heißt Grundsicherung für Arbeitssuchende. Also ist die Minimumerwartung, dass die Menschen, die von uns Geld bekommen, von uns allen, auch ein Interesse haben, Arbeit zu suchen. Ich finde, das ist legitim. Und helfen dabei, nochmal gefragt, helfen dabei Sanktionen? Ja, Herr Schreiner hat die Zahlen zutreffend dargestellt. Das sind 95% der Menschen 97. deutschlandweit oder 96,3 haben Schwierigkeiten, wo es Sanktionen nicht gibt. Das heißt, 95% halten sich an die Regeln, bemühen sich erkennbar
um einen Job. Und bei den 4% sind 80% der Fälle Meldeversäumnisse. Und ich finde in der Tat, dass man, ich nehme mal den Fall junger Menschen. Ich glaube, fast 30% der Probleme sind bei unter 25-Jährigen. Und jetzt kennen wir alle junge Menschen in unserem persönlichen Umfeld. Ich glaube, bei manch einem 22-Jährigen ist die gelbe Karte vielleicht mal ganz hilfreich. Und bei Meldeversäumnis gibt es 10% Abzug für 3 Monate, wenn ich recht informiert bin. Das sind 30 Euro. Ja, das tut weh. Das ist auch nicht leicht und auch nicht schön. Aber es hilft vielleicht auch dem jungen Menschen zu sagen, Mensch, ich gebe mir jetzt doch noch mal Mühe und versuche einen Job zu finden. Denn die Alternative, Frau Will, ist 40 Jahre Hartz IV. Das können wir als Gesellschaft ja mit diesem jungen Menschen nicht vorhaben. Also müssen wir versuchen, fordern und fördern, damit der junge Mensch dann hoffentlich in Arbeit kommt. Frau Kruse. Sie haben 3 Kinder. Ein Sohn ist 21 Jahre, der sitzt bei Ihnen zu Hause, glaube ich, oft auf dem Sofa und tut gar nichts, so, oder? So ungefähr, ja. Der kriegt auch Hartz IV und hat auch Kürzungen vom Amt, hat zwar eine Wohnung, wird auch alles bezahlt, aber ob sein Hartz IV-Geld zum Leben gekürzt wird oder nicht, ist ihm egal, weil er kommt dann zu Mama und da ist Kühlschrank voll, ne? Das heißt, bei dem helfen die Sanktionen überhaupt nicht? Nee, überhaupt nicht. Interessiert ihn nicht. Den juckt das überhaupt nicht. Nun sind Sie eine Frau, die unheimlich anpackt, die richtig 6 Tage die Woche loszieht und damit versucht, über die Runden zu kommen. Schmeißen Sie die dann nicht irgendwann mal raus, nach dem Motto, du nervst mich jetzt? Ja, das ist nicht so einfach, das eigene Fleisch und Blut vor die Tür zu setzen. Ich sag das zwar immer gern, aber so leicht ist das nicht. Wo man mit ihnen reizen könnte, wäre, wenn man ihnen sagen könnte, du kriegst jetzt einen Job, der über Hartz IV drüber weggeht. Wo er mehr verdient, als er sonst bekommt. Genau, weil so sagt er sich, was soll das denn? Ne? Hat er denn was gelernt? Nee. Natürlich dann doof, ne? Einen Job zu wollen, der richtig gut bezahlt ist. Ja, das ist klar. Was sagen Sie ihm denn dann, wenn Sie ihm das nicht bieten können? Oder kann er bei Ihnen arbeiten? Das hat er versucht. Und ich möchte eigentlich lieber, dass er erst mal eine Ausbildung macht und sich nicht darauf ausruht, dass wir eine Firma aufbauen und dann sagt, ja, oh, ist doch toll. Dann kann ich ja bei Mama arbeiten. Wir haben es ja auch mal versucht. Ja, es funktioniert, ist nicht zuverlässig, es geht nicht. Und Sie sagen aber trotzdem, die Sanktionen, die kümmern ihn nicht. In seinem Fall stört ihn das nicht, weil ich die Tür aufmache und Kühlschrank ist voll. Ne? Herr Schreiner, worum geht es dann bei Sanktionen? Geht es darum zu bestrafen oder geht es darum zu motivieren oder bringt es gar nichts? Also sie werden ja eher als Bestrafung interpretiert, wenn der Grund, der zu einer Sanktion führt, entfällt, bleibt die Sanktion zunächst mal aufrechterhalten. Das zeigt, dass es weniger ein Integrationsinstrument ist als ein Bestrafungsinstrument, um Druck auszuüben. Wenn man sich anschaut, die Entstehungsgeschichte von Hartz IV, es ist gesagt worden, damals beim Arbeitslosenhilfebezug, die Verweildauer in der Arbeitslosenhilfe ist zu lange, weil die Regelungen zu üppig sind. Es wurde also unterstellt, da macht man sich relativ bequem. Und dann passierten 3 Dinge. Kürzung des Arbeitslosengeldbezuges, Verschärfung der Zumutbarkeitsregelung, jede Arbeit ist zumutbar, und Verschärfung der Sanktionsregelungen, es wird alles stramm sanktioniert. Ich kenne Untersuchungen, die jetzt sich damit mit der Frage auseinandersetzen, mit den Bezugszeiten vor Hartz IV und den Bezugszeiten nach Hartz IV. Also damals Arbeitslosenversicherung, heute Arbeitslosengeld II. Das sind die vergleichbaren Sachverhalte. Man traut seinen eigenen Augen nicht. Die heutigen Verweildauer im Arbeitslosengeld II-Bezug ist im Durchschnitt 13 Monate. Damals waren es im Arbeitslosenversicherungsspektrum 12 Monate. Mit anderen Worten, der ganze Druck auf die Leute ist völlig verpufft. Es muss andere Gründe für Arbeitslosigkeit geben als die fehlende Bereitschaft. Das war ja immer unterstellt. Und wenn Sie zu Beginn die Zahlen eingespielt haben, 55% der Deutschen sind der Auffassung, die Leute machen eigentlich zu wenig, steht im völligen Widerspruch zur Realität. Ich glaube, das kann man als Fazit hier erstmal feststellen, dass fast 97% der Betroffenen sich völlig korrekt verhalten. Und bei den übrigen gut 3% sind es zum geringeren Teil Leute, die Arbeit ablehnen. Und wenn sie Arbeit ablehnen, müsste man noch darüber reden, ob das nicht möglicherweise auch Gründe hat. Also wenn ich in der Situation wäre und eine Arbeit angeboten bekomme mit einem Stundenlohn von 3,50 Euro, genau wissend, das ist ein Hungerlohn, von dem kann ich nicht leben, würde ich mir sehr stark überlegen, ob ich eine solche Arbeit zu Hungerlöhnen annehme. Ich kann junge Leute verstehen, die dann sagen, dann lieber doch nicht. Leute, wenn ihr meine Leistung wollt, dann bezahlt sie auch anständig. Auch im Falle von dem Sohn von Frau Kruse, der aber gar nichts gelernt hat? Bitte?
Würden Sie das auch sagen, das gilt auch in dem Fall vom Sohn von Frau Kruse, der aber ja zugeben muss, er hat bislang gar nichts gelernt. Ja, Frau Kruse selbst räumt ja ein, dass die Sanktionen nichts nutzen bei ihrem Sohn. Ja. Ich glaube, sie hat ja völlig recht. Der soll eine vernünftige Ausbildung machen. Wir müssen diesen jungen Leuten eine zweite Chance geben. Wenn die es weder gepackt haben, einen schulischen Abschluss hinzubekommen, das sind nach wie vor immer noch etwa 7% der jungen Leute in Deutschland ohne schulischen Abschluss. Die Frage, in welche Zukunft entlassen wir die? Hatte aber, ne? Realschulabschluss? Oder was Hauptschulabschluss. Hauptschulabschluss. Gut, dann haben wir in Deutschland etwa 1,5 Millionen Menschen unter 35, die keinen beruflichen Abschluss haben. Das ist eine große Bugwelle, die wir vor uns herschieben. Und die brauchen eine zweite Chance. Denen muss ich das Angebot machen, wenn du denn willst, und ich rate dir sehr dazu, dann mach davon Gebrauch, dann versuche es, zu einem vernünftigen Berufsabschluss zu kommen. Dann ist deine Chance, später einen Job zu kriegen, wo du wirklich deutlich mehr verdienst, als wenn du im Arbeitslosenhilfebezug bleibst. Die ist dann weitaus größer, als wenn du das nicht machst. Also Bildung ist nicht alles, aber ohne Bildung geht nichts. Aber motivieren, Herr Steffel, kann man dann offensichtlich nicht über diese Sanktionen. Bei jungen Menschen verfängt dann nur Mann. Ich kriege keinen Job, der mehr bringt als das Geld, was ich jetzt ohnehin schon bekomme. Und die können ja sehr, sehr scharf sanktioniert werden, wenn es sich um unter 25-jährige Arbeitslosengeld II-Empfänger handelt. Also was mich an Ihrem Sohn, wenn ich das so sagen darf, eigentlich viel mehr irritiert, ist, dass die vorbildliche Mutter das Kind nicht motiviert kriegt. Ich meine, das, was Sie beide leisten, ist ja wirklich vorbildlich für die Gesellschaft. Und sich nicht in die Zuschüsse der Gemeinschaft zu begeben, sondern zu sagen, ich mache einen Job, den man ja gemeinhin fast für unzumutbar hält. Wenn zwei charmante Frauen sagen, wir schleppen Schrott und versuchen uns damit über Wasser zu halten. Und dass die Mutter es nicht schafft, mit dieser Vorbildfunktion den eigenen Sohn zu erreichen, ist das, was mich an der Sache eigentlich mindestens genauso bestürzt macht, wie die Frage, hilft die Sanktion oder nicht. Aber ich würde Herrn Schreiner, vielleicht, Sie haben sehr viele Zahlen genannt, einfach zwei Zahlen nennen sollen, die uns ja auch optimistisch stimmen können. Wir haben in den letzten 5, 6 Jahren die Zahl der Hartz-IV, der Menschen in Grundsicherung, also der Hartz-IV-Bezieher, wie man volkstümlich sagt, um fast 1 Million Menschen reduziert. Und wir haben insbesondere 250.000 Kinder in Deutschland aus Hartz-IV rausbekommen. Und das ist für mich eigentlich die entscheidende Frage, wie schaffen wir es zu verhindern, dass Kinder in Hartz-IV-Familien groß werden und wo dann dieses Bild wirklich zutrifft, die Einzelnen, die noch einen geregelten Tagesablauf haben, sind die Kinder, die in die Schule gehen und die Eltern sind den ganzen Tag zu Hause und tun, gelinde gesagt, über Jahre gar nichts. Und ich finde, das müssen wir durchbrechen. Wir müssen im Interesse dieser Kinder, die Eltern, gerade die jungen Eltern, motivieren, arbeiten zu gehen. Ansonsten ist das Hartz IV für Generationen und das ist Sprengstoff, den sollten und können wir uns in einem so reichen Land nicht erlauben. Und motivieren ist für Sie immer ein Synonym für bestrafen? Nein, ich finde auch, das Bestrafen steht am Ende. Wir erwecken, glaube ich, auch einen falschen Eindruck. Wir reden hier davon, dass jemand Bewerbungstermine nicht wahrnimmt. Er kann einen sachlichen Grund vortragen. Ich habe mich schlau gemacht, habe mich auch mit Mitarbeitern im Jobcenter unterhalten in den letzten Tagen, die mir unisono sagen, das ist das die Ultima Ratio. Also wir reden mit denen, wir ermahnen die. Natürlich kommt irgendwann ein Punkt, wo man sagt, wir sind auch dem Steuerzahler verpflichtet, dessen Geld wir hier verwalten. Das wäre ja das Gleiche, als wenn das Finanzamt sagt, wir verfolgen Steuerbetrug nicht mehr. Also insofern muss man, glaube ich, hier wirklich die Balance wahren. Und die 3% sprechen aus meiner Sicht nicht dafür, dass hier zu hart vorgegangen wird, sondern es mag Einzelfälle geben, da gibt es Möglichkeiten, man kann Beschwerde einlegen, man kann sich einen Anwalt nehmen, der übrigens auch vom Staat bezahlt wird und meine Interessen vertritt. Also insofern gibt es da viele Möglichkeiten, kann man alles machen. Aber ich glaube, insgesamt muss man die Menschen motivieren, Frau Will, auch Arbeit anzunehmen, um ein anderes Leben zu führen. Denn Arbeit ist doch nicht nur Geld verdienen. Mhm. Arbeit ist doch Selbstbewusstsein, Teilhabe, auch übrigens Spaß. Die 42 Millionen Deutschen, die jeden Tag zur Arbeit gehen, Gott sei Dank, da hoffe ich mal, dass die meisten vielleicht nicht jeden Morgen um 6, aber doch ganz oft sagen, hey, das war ein schöner Tag, das hat mir Spaß und Erfüllung gebracht. Und das müssen wir den Hartz-IV-Menschen zurufen. Geht arbeiten, weil das bringt Freude und ist Erfüllung im Leben. Aus Ihrer Erfahrung, Frau Heidmann, dieses vermutlich auch erfüllenden Jobs der Sozialanwältin. Wie viele Sanktionen werden Ihrer Meinung nach oder Ihrer Erfahrung nach zu Unrecht verhängt? Also ich habe mal meine Datenbank durchgeschaut, habe festgestellt, dass seit ich die Kanzlei habe, im Juni 2010, hatte ich 106 Sanktionsmandate von insgesamt, glaube ich,
1200 Akten. Mhm. Akten sind immer abgeschlossene Vorgänge? Ja, also jeweils ein Vorgang sozusagen. Mhm. Von diesen 106 Sanktionen habe ich 55 gewonnen. 35 laufen noch. Der Rest ist nicht zur Klage gekommen. Davon habe ich mir angeschaut, waren es der größere Teil eher deswegen, weil die Mandanten Angst vor der Klage hatten. Die Erfolgsaussichten wären gegeben gewesen. Und nur ein kleinerer Teil, der letztendlich nichts war. Wobei ich natürlich auch sagen muss, die, die nichts sind, die nehme ich im Zweifel auch nicht an. Aber ich hatte in meiner... Sondern da sagen Sie, das ist schon völlig korrekt so. Und genau, soll er im Zweifel selber Widerspruch einlegen. Mhm. Aber ich hatte in meinen sämtlichen Mandantengesprächen bisher, also die Anzahl der Leute, die einfach gesagt haben, nee, hatte ich keinen Bock drauf, die kann ich noch an einer Hand abzählen. Die meisten zum Thema Termine. Ich habe Arbeitsvermittlereinladungen gesehen, die haben jemanden zum Termin geladen, der ist schon seit 6 Monaten arbeitsunfähig und wollen mit dem über seine Bewerbersituation reden. Das macht keinen Sinn. Die wollen mit einer Frau, die in Elternzeit ist, über ihre Bewerbersituation reden. Ja, die kann leider auch keine Vollzeittätigkeit annehmen. Das macht ebenso wenig Sinn. Zum Thema Arbeitsangebote. Warum weiß das Amt das nicht? Ja, weil die sich mit dem Einzelfall nicht befasst haben. Also wir dürfen natürlich schon, Entschuldigung, wir dürfen natürlich schon, auch wenn jemand in Erziehungszeit ist, ihm über seine Bewerbersituation reden. Es kann ja zum Beispiel sein, derjenige will schon längst wieder arbeiten gehen, kann es aber vielleicht nie, weil ihm nicht klar ist, wie er die Kinderbetreuung absichern kann. Nee, also, dass Sie jetzt einen Zusammenhang herstellen zwischen Bewerbungssituation und Elternzeit. Wir reden von einer Situation, wo jemand aus rechtlichen Gründen gar nicht voll arbeiten durfte, weil er sonst das Elterngeld auch verloren hätte, die Elternzeit verloren hatte. Das Kind war in dem Falle unter einem Jahr alt und war an dem Tag zufällig auch noch fieberkrank. Die Entschuldigung wurde nicht akzeptiert. Zum Thema Angebote nicht angenommen. Es ist relativ häufig so, wie ich das erlebe, dass einfach Angebote verschickt werden, die aus irgendwelchen Gründen nicht passen. Ich hatte zum Beispiel einen Fall, wo jemandem ein Angebot verschickt wurde, der sollte als Tischler irgendwo mit Kindern basteln, der hatte einen Sehfehler, konnte nicht richtig greifen, machte irgendwie keinen Sinn. Ist nur jetzt ein Einzelfall, aber ich habe die meisten Fälle, die ich habe, sind letztendlich, haben die Mandanten sich deswegen nicht beworben, weil sie gemerkt haben, der Job passt nicht, ich kann den Job nicht machen, ich bin dafür auch gar nicht qualifiziert, ich habe das nie gelernt oder aus anderen Gründen oder weil jemand schon seit mehreren Monaten arbeitsunfähig war. Das Problem ist, dass diese Information, die geht manchmal auch einfach unter. Die ist dann irgendwo in der Akte, in irgendeiner Notiz, irgendwo in Ihrem Computersystem, irgendwo ist die. Die ist aber nicht richtig in den Köpfen. Zum Beispiel der Leute, die die Sanktionen machen, was auch daran liegt, dass nicht alles, was der Arbeitsvermittler macht, kommt in die schriftliche Akte. Mhm. Ist das nicht ein Problem, das sich lösen ließe? Herr Hansen, dass man sich nicht auf die Zahl der Sanktionen konzentrierte und sagt, doll, haben wir 1 Million, sondern dass man hinginge und würde sorgsamer betreuen, indem zum Beispiel immer derselbe Fallmanager zuständig ist und Dinge, die nicht notiert sind, die weiß der im Zweifel noch? Also ich meine, das tun wir. Das ist aber nicht Ihre Erfahrung, ne, Frau Heidmann? Gut, Sie sieht ja nur einen Bruchteil dessen, was bei uns den ganzen Tag passiert. Mhm. Wir werden in Neukölln in diesem Jahr wahrscheinlich 13.000 Integrationen realisieren. Wir haben jetzt einen Betreuungsschlüssel zwischen Vermittlungsfachkräften und Leistungsberechtigten bei uns von 1 zu 150. Wir haben in Berlin eine besondere Aktivität laufen. Wir haben einen verbesserten Ansatz wählen können für mehr Arbeitsvermittler. Die lösen natürlich auch mehr Aktivität aus. Wir haben bei Jugendlichen mittlerweile eine Kontaktdichte von 4 Wochen. Das heißt, 12-mal im Jahr besteht die Chance, ein Meldeversäumnis sich einzufangen, um es mal so auszudrücken. Es ist ja auch eine Frage, wie eng wir sozusagen die Menschen umarmen, wie aktiv wir mit ihnen arbeiten wollen. Und ist das immer gut, Herr Hansen, oder ist das nur für dieses Jobcenter gut, die sagen, doll, wir haben so viele Kontakte gehabt und da konnten wir auch viel mehr Meldeversäumnisse feststellen. Es gibt kein geschäftspolitisches Interesse, es gibt keine Bundesliga-Tabelle, wer die meisten Sanktionen hat, ist der Beste. Also das ist nicht so, weil das auch keinen Sinn macht, auf Deutsch gesagt. Aber ich sage auch, es gibt nun mal einen Leistungsvertrag zwischen dem Steuerzahler, der die Veranstaltung finanziert, und dem, der das Geld benötigt. Und da gibt es Rechte und Pflichten. Und es ist, ich sage immer, wie im Straßenverkehr. Wenn man seine Pflichten verletzt, dann läuft man Gefahr, wenn man erwischt wird, dass es ein Bußgeld gibt. Ich sage ja auch nicht, dass wir fehlerfrei arbeiten. Warum soll ich mich da hier so hinstellen?
Das tun wir mit Sicherheit nicht. Aber dennoch sage ich, es ist richtig. Und wir haben auch Einzelfälle. Ich habe mir jetzt erst einen angesehen, wo ein junger Mensch, ein junger Erwachsener, 24 Jahre alt, allein stehend mit seinem Vater, der selbst eine Behinderung hat, also der Vater, pflegebedürftig ist, der Ausbildungsangebote abgelehnt hat, jetzt im Herbst. Weil er den Vater pflegt. Im Grunde nach erstmal eine Sanktion eingetreten war, auch ein Meldeversäumnis war eingetreten, er hat sich nicht gemeldet, wir haben das von ihm angehört. Am Ende hat er uns das alles darlegen können, wir haben uns mit der Pflegeeinrichtung in Verbindung gesetzt, wir haben mit dem Jugendamt uns unterhalten, um die Situation des Jugendlichen zu verarbeiten, zu erkennen, wie kann man am besten helfen. Resultat der ganzen Sache, die Pflege des Vaters ist jetzt anderseitig amtlich geregelt und der junge Mensch wird im Februar einen Ausbildungsplatz haben. Und weil Sie gesagt haben, Sanktionen helfen nicht. Mancher braucht auch einen Schubs, um am Ende zu verstehen, was seine Pflicht bedeutet, gerade bei jungen Menschen. Aber derjenige hätte ja eher den Schutz gebraucht, dass Sie ihn so lange in Ruhe lassen, dass er seinen Vater in Ruhe pflegen kann. Ja, aber wenn wir uns mit dem Fall nicht vielleicht auch auf diese Art und Weise beschäftigt hätten, dann hätte der Jugendliche vielleicht noch über Jahre hinweg, wäre älter geworden, hätte vielleicht nie eine Ausbildung gehabt. Und ich bin ja bei Ihnen. Ganz entscheidend ist, 80% der Jugendlichen in Neukölln, die bei mir sind, haben keinen Berufs- oder Schulabschluss. 80%. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, bei uns zu landen, ist um ein Vielfaches höher ohne Berufs- und Schulabschluss. Also und deshalb sind wir auch der Meinung, dass es ganz wichtig ist, manchmal auch mit notwendigen Sanktionsmechanismen. Die Jugendlichen werden ja vorher informiert, die Menschen werden informiert über die Rechtsfolgen, die da eintreten, wenn sie sich nicht korrekt verhalten. Also ich bin damals nach Emmen gekommen mit 2 kleinen Kindern. Der Jüngste war 3, ich war alleinerziehend und ich bin zum Arbeitsamt hingegangen und habe gesagt, ich möchte gerne arbeiten. Und dann bekam ich ein Angebot, das fand ich auch ganz toll und guck das durch und dann stand da drin Schichtarbeit. Von 6 Uhr morgens in der Firma sein und dann die gegenentsetzte Schicht ist ja 10 Uhr abends oder 14 Uhr bis 10 Uhr. Geht in jedem Fall super mit kleinen Kindern, die dann nicht betreut Kindergarten fängt um 8 Uhr an. Und dann bin ich wieder hin zum Arbeitsamt und habe gesagt, ja, das ist ja für mich völliger Blödsinn. Das kann ich ja gar nicht machen. Dann kriegte ich als Antwort, ja, was wollen Sie denn auch? Ne? Bleiben Sie doch zu Hause bei den Kindern. So, ja, dann habe ich gesagt, dann könnt ihr mich mal, ne? Dann bleibe ich ihm zu Hause. Habe mir dann aber anderweitig einen Job gesucht, der denn von der Zeit her passte. Ne? Das haben Sie ja auch jetzt wieder gemacht, dass Sie beide sich entschieden haben, dass Sie gesagt haben, Sie wollen nicht mehr angewiesen sein auf Hartz IV, ja. Frau Fernandes. Wie wichtig ist Ihnen das, dass Sie das nicht mehr sind? Sehr wichtig. Ich möchte auf eigenen Beinen stehen, ich möchte mein eigenes Geld haben. Und was mir auch wichtig ist, meinen Kindern eben ein gutes Beispiel sein. Dass die eben damit groß werden, dass es normal ist, dass man arbeitet. Die Möglichkeit Hartz IV, die sollen für die gar nicht erst in Betracht kommen. Schauen wir uns mal an, wie Sie arbeiten, was Sie machen. Und da kommen auch glatt Ihre Kinder mit drin vor in dem Film. Unsere Gäste Ramona Fernandes und Susanne Kruse. Beide mit 3 Kindern und beide geschieden, standen sie irgendwann vor der Frage, Hartz IV oder Schrott sammeln. Wir wurden belächelt. Und viele haben sich dann einfach hingestellt und auch gesagt, so, mach mal, ne? Mal gucken, was dabei rauskommt. Und egal, wie schwer das war, wir haben keine Miene verzogen. Nee. Ich denke, wir blamieren uns jetzt hier nicht. Wir haben immer dabei gegrinst. Und wenn wir dann im Auto waren und weg waren, so, oh. Seit 5 Jahren, 6 Tage die Woche, machen die beiden in Schrott. Unter einer Tonne am Tag machen wir kein Feierabend. Nee. Und das sind ungefähr 15 Kunden und 3-mal leer machen. Ich habe 2 gesunde Arme, ich habe 2 gesunde Beine. Ich kann für meine Kinder alleine sorgen. Ich möchte keine staatliche Unterstützung. Ich weiß ja, dass ich es alleine kann. Hart ist es trotzdem. Und manchmal plagen Mutter Ramona Gewissensbisse. Ja, den Kindern gegenüber. Weil ich so lange arbeiten muss und so viel. Wie zum Beispiel, letztens war es so warm, kam ich von der Arbeit und Kevin saß hier heult. In der Stube, weil er auch so gerne schwimmen gehen wollte, aber ich hatte keine Zeit, weil ich am Arbeiten musste. Kommt man sich doch mal schon fies vor. Doch während Sohn Kevin den Job seiner Mutter trotzdem gut findet, das Coole ist, dass sie davon groß und stark wird, ist der Tochter Natalie einfach nur noch peinlich. Ich alle mal hier. Weil die immer an unserer Schule in der Pause vorbeigefahren sind. Ja, das war dann zufällig, wenn wir da einen Kunden hatten. Und die standen ja, und dann haben die immer so gewunken und dann stand ich da immer mit den ganzen Jungen. Die haben mich alle ausgelacht. Weil eine Freundin von mir, die findet den Job zum Beispiel assig.
Findet den Job assig. Ist Ihrer Tochter Natalie immer noch peinlich, was Sie machen, oder ist sie mittlerweile auch stolz wie Ihr Sohn? Mittlerweile wohl. Nachdem das dann bei 37 Grad ausgestrahlt wurde, ist sie von ganz vielen Leuten angesprochen worden. Und die waren dann ganz empört, wie man deswegen, ne, sich schämen kann. Ach so. Und dann hat sie wohl ein bisschen nachgedacht. Nee, mittlerweile ist sie das nicht mehr so peinlich. Oder sagt sie es jetzt nicht mehr, kann nicht, dass sie nochmal angesprochen wird. Sein. Zwei Frauen schleppen 6 Tage die Woche mindestens eine Tonne Schrott. Wie schaffen Sie das eigentlich? Wir sind körperlich noch fit. Der Rücken macht noch mit. Aber das ist doch schwer, oder? Ich meine, kommen Sie nie an den Punkt, wo Sie sagen, ist mal jemand hier, der uns helfen könnte? Doch. Und dann? Doch. Die sind dann auch da. Ja. Also ganz ohne Männer geht das nicht. Was können Sie nicht schleppen? Ab 150 Kilo, würde ich sagen. Ne? Das schaffen wir dann nicht mehr. Und dann holen Sie sich Hilfe? Genau. Ist aber meistens irgendein Bauarbeiter in der Nähe. Muss man freundlich grinsen, dann kommt die. Genau. Bei zwei Frauen hilft er gerne. Genau. Ist klar. Ziehen Sie denn jeden Morgen absolut motiviert los, auch wenn es kalt ist, es regnet, man wuselt auf diesem Schrottplatz rum und so? Doch, ich finde schon, weil wir sind ja unsere eigenen Chefs. Wir haben ja keinen vor der Nase, der sagt, so, jetzt müsst ihr dies, jetzt müsst ihr das. Wir können selber entscheiden. Und wenn es dann mal eine Stunde später wird, wo wir anfangen, ist auch nicht schlimm. Wir holen es dann wieder auf. Also das ist das, dieses Selbstständigsein ist eben das, was uns jeden Morgen hochreißt. Ne? Wie sind Sie eigentlich auf Schrott gekommen? Oh, durch unsere Ex-Männer. Und schließlich waren die Männer weg, aber der Schrott noch da. Wie wir. Es war aber doppeldeutig. Nein, die haben das erst gemacht, aber nicht so gut wie wir. Klar, natürlich. Ne? Ist ja klar. Und dann haben sie den Schrott behalten, aber die Männer nicht. Genau. Den einen Schrott gegen den anderen ausgetauscht. Sie brauchen sie jetzt hören. Sag ich jetzt nichts. Ist das, würden Sie sagen, ein zumutbarer Job, dass man loszieht und Schrott sammelt, und zwar richtig viel und richtig schwer? Wenn man körperlich fit ist, wohl, klar. Ja, doch. Wir kriegen es ja auch hin. Was eben Kriegt man dabei? Das sagen wir nicht. Wir können Steuern zahlen, wir können davon leben, ja. Wir haben ein Auto. Wie sieht es mit Rentenversicherung aus? Ist alles haben wir alles. Okay. Krankenkasse, Rente, Versicherung sämtlicher Art. Wunderbar. Ja. Alles geregelt. Ist das ein zumutbarer Job, Herr Schreiner? Ja. Also ich hatte anfangs erstmal das Gefühl gehabt, das ist ein bisschen Selbstausbeutung. Bei allem Respekt vor dem Engagement. Aber wenn ich jetzt höre, das Einkommen stimmt, man kann damit auch eine vernünftige Rentenversicherungsbeitrag zahlen, man landet im Alter nicht in der Armut, dann sieht das Bild schon deutlich besser aus. Also sage ich nur Chapeau, Respekt, ganz tolle Leistung. Gibt es denn aus Ihrer Sicht überhaupt unzumutbare Jobs? Ja, es gibt ohne Zweifel unzumutbare Jobs. Also wenn ich jemandem einen Job zumute, zu einem Lohneinkommen, das zum Leben nicht reicht, dann ist das für mich ein unzumutbarer Job. Eine so reiche Gesellschaft wie die Bundesrepublik Deutschland muss in der Lage sein, dafür zu sorgen, dass jemand vom Ertrag seiner Arbeit bei Vollzeitarbeit auch leben kann, ohne staatliche Stütze. Das ist für mich ein zwingender Grundsatz. Wir sind eines der wenigen Länder in Europa, wo es nach unten keine Lohnbegrenzung gibt, die Summe der Armuts, teilweise Hungerlöhne, immer stärker zunimmt und umgekehrt die Summe der Subventionen, die in die Löhne reinfließen müssen, damit die Menschen überhaupt leben können, immer stärker zunimmt. Also wir haben die paradoxe Situation, dass die Beitragszahler der Bundesagentur für Arbeit bei extrem niedrigen Löhnen mit ihren Beiträgen über Aufstockungsbeträge die Löhne subventionieren. Das kann in Deutschland kein Geschäftsmodell sein, dass Unternehmungen mit Löhnen arbeiten, die von den Beitragszahlern der Bundesagentur bezahlt werden. Ist das richtig, Herr Steffel, dass es aber sehr wohl so ist, dass manch ein Arbeitgeber, nicht Sie, aber das gibt es ja, genau darauf sein Geschäftsmodell aufbaut, dass er niedrigste Löhne zahlt in der sicheren Annahme, dass diejenigen, die die bekommen, dann noch aufstocken können? Wenn das so wäre, ist es nicht in Ordnung. Da sind wir uns wissen Sie aber, dass völlig es so ist. Eindruck. Ja, ich bin da immer vorsichtig, den Einzelfall zu generalisieren. So wie nicht alle Hartz-IV-Bezieher keine Lust haben zu arbeiten, so sind auch nicht alle Unternehmer a priori böse, haben Sie auch nicht gesagt. Nee. Aber richtig ist, dass diejenigen, um das nochmal deutlich zu machen, die weniger Geld verdienen, ja aufgestockt werden und insofern mindestens das bekommen, was in Deutschland, wenn Sie so wollen, die Lohnuntergrenze ist, nämlich das, was Hartz-IV Ihnen garantiert, also die Grundsicherung. Und finden Sie das noch zumutbar? Das findet ja Herr Schreiner nicht. Den Gedankengang kann ich nicht ganz nachvollziehen. Weil die Frage ist, ob sich diese Leistung lohnt.
Wenn jemand trotz Arbeit nicht mehr erhält, ja, als derjenige, der die steuerfinanzierte Sozialhilfe bekommt. Und Sie wissen ja, dass die Leistung dieser Menschen lohnt sich nicht. Deshalb sagt er, warum arbeite ich, wenn ich am Schluss genauso dastehe, wie jemand, der steuerfinanzierte Sozialhilfe erhält. Also wir sind uns einig, dass wir eins besser hinkriegen müssen. Es muss die Chancen von Menschen in 1-Euro-Jobs, in 400 oder 450-Euro-Verhältnissen mit geringen Löhnen, müssen sich verbessern. Das ist eine Schwäche in Deutschland. Wir müssen es hinbekommen, dass Menschen, die bereit sind, für kleines Geld Arbeit zu übernehmen, auch eine Chance haben, sich in ihrem Berufsleben zu entwickeln. Hier ist, glaube ich, die Politik gefordert, hier sind die Jobcenter gefordert, hier sind insbesondere auch die Unternehmen gefordert, zu sagen, wir versuchen diesen Menschen durch Weiterbildung, durch Investitionen eine Chance zu geben, mehr zu verdienen. Aber es hat mit der Zumutbarkeit, Herr Scheiner, aus meiner Sicht überhaupt nichts zu tun. Denn bei der Zumutbarkeit ist ja die entscheidende Frage, ist ein Mensch verpflichtet, als Arbeitssuchender eine Arbeit anzunehmen, ist es zumutbar oder ist es nicht zumutbar? Und hier bin ich der Auffassung, dass das Gesetz wirklich sehr gut regelt, körperlich unzumutbar geht nicht. Also es muss nicht die 64-jährige zarte Schleckerverkäuferin Schrott tragen, mit Verlaub, sondern das ist nicht zumutbar, weil es schlicht und ergreifend körperlich nicht zumutbar ist. Es ist für Mütter nicht zumutbar in den ersten 3 Jahren ihres Kindes und es ist für Menschen, Sie haben den Fall genannt, Herr Hansen, die Angehörige pflegen, nicht zumutbar, jeden Job oder jede Arbeitszeit anzunehmen. Ich finde, ansonsten ist zumutbar, einem Arbeitssuchenden zu sagen, du musst dich um Arbeit bemühen. Aber nicht, das sind wir Euro auch denen Job verpflichtet, die einzahlen in die Systeme. Was hatten Sie gesagt? Nicht mit dem 1-Euro-Job. Das habe ich gemacht, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Freiwillig. Ja, beim 1-Euro-Job geht es ja um die Frage, dass er hinzuverdient bis zu 100 Euro und dadurch sein Hartz IV, seine Grundsicherung, aufstocken kann. Das ist eine etwas andere Konstellation. Nee, darum geht es nicht beim 1-Euro-Job. Es geht eigentlich darum, dass man Menschen, die Vermittlungshemmnisse haben, dadurch helfen soll, diese zu beseitigen. Es geht nicht in erster Linie. Was ist das, ein Vermittlungshemmnis? Wenn ich jemanden habe, der zum Beispiel Arbeit immer verliert, wenn er zu spät kommt, dann kann ich ihm einen 1-Euro-Job geben, damit er lernt, pünktlich zu kommen. Der Nebeneffekt ist der, dass man... Klappt das? Da sind wir wieder bei den Sanktionen. Ich kann auch eine Sanktion bekommen, weil ich immer einen 1-Euro-Job einen Tag zu spät meine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung einreiche. Das passiert. Es sollte aber nicht so sein, weil eigentlich meines Erachtens der Zweck dort auch ein didaktischer ist. Das heißt, ich muss Fehler in Kauf nehmen. Das passiert nicht unbedingt, aber das heißt, die Aufstockung, das ist richtig, das ist der Endeffekt, aber das ist eigentlich nicht das Ziel. Und Sie kriegen auch keinen 1-Euro-Job, wenn Sie vorsprechen, das wollen manche, ja, damit Sie mal wieder ein bisschen mehr Geld haben, dann kriegen Sie den nämlich nicht. Sie haben den aber so bekommen, oder? Ich bin hingegangen zum Arbeitsamt, habe gesagt, ich möchte einen 1-Euro-Job machen. Ja, warum das denn? Ja, einfach nur mal zu gucken, ne, wie ist das? Mhm. Oder? Habe ich sofort gekriegt. Was haben Sie gemacht? Ich habe auf dem Wall Müll gesammelt und Laub gehakt. 9 Monate lang bei Wind und Wetter. Für also 90 Euro im Monat. Jeden Tag. Meine Kinder haben sich im Grund und Boden geschämt. Ja? Ja. Ihre Kinder haben sich geschämt? Ja. Wahnsinn. Weil man in der Öffentlichkeit steht, wie in Emden die meisten 1-Euro-Jobs. Die sind alle in der Öffentlichkeit. Und die Kinder haben gesagt, oh, wenn du da auf dem Wall rumrennst, also wenn wir da vorbeikommen, kenn dich nicht, ne? Also Paracelsus hat ja immer gesagt, die Menge macht das Gift. Ja. Also man kann mit Sicherheit ein bestimmtes Maß an öffentlicher Beschäftigung organisieren. Ich bin auch sehr dafür, dass wir das auch in Zukunft brauchen. Aber eben genau für die Menschen, die bereits Langzeitfolgen der Arbeitslosigkeit bekommen haben oder die entstanden sind. Das kann Verlust der Tagesstruktur sein, Schuldenproblematik, Suchtproblematik, Sozialverhalten verändert sich, bis zu dramatischsten Folgen, Depression, Suizidgefährdung. Also das ist ja, die ganze Palette ist ja denkbar. Und ich bin auch in Neukölln, haben wir dafür gesorgt, über Bürgerarbeit, über öffentliche Beschäftigungsmaßnahmen, dass wir gerade für diese Menschen, für diesem Fallmanagement, wenn wir das insbesondere sich auch dann irgendwann wiederfinden, dass wir für die solche Angebote haben. Unterscheiden muss man das natürlich zum Thema 29% der Kunden, die wir haben, gehen arbeiten. Also die sozusagen sogenannte Ergänzer sind, Aufstocker, will ich mich jetzt nicht streiten über den Begriff, das ist akademisch. Also die zu ihrem Normal, wo das Einkommen nicht ausreicht, um ihre Existenz zu sichern, die stocken wir auf. Das ist doch eine irre Zahl, 29%. Das ist eine irre Zahl und ich sag mal, ich als Geschäftsführer des Jobcenters, ich höre raus, wenn man sagt, wir wollen die Grundsicherungsleistung erhöhen, ist das für den Einzelnen, denke ich, ein ganz guter Schritt, der bereits im Grundsicherungssystem sich befindet. Mittlerweile muss ich aber befürchten, dass damit die Zahl derer, die in die Grundsicherung hineinfällt, wieder steigt. Mhm. Weil mit jedem Euro, den das Existenzminimum erhöht wird in Deutschland, klar, steigt auf der anderen Seite wieder die Zahl derer, die nur durch diese Erhöhung, durch ihre normale Arbeit nicht genug Geld verdienen. Und ich denke, das müssen Sie mir nachsehen.
als Leiter einer Behörde, die sich um diese Menschen kümmert. Mir wäre lieber, die Leute hätten so viel Einkommen wie in anderen G20-Staaten. Da gibt es einen Mindestlohn. Und ich plädiere mal für ein Lohnabstandsgebot nach unten. Ja, weil ich denke, es kann auch aus meiner Sicht kein gesellschaftliches Modell sein, dass Menschen, die 40 Stunden arbeiten gehen, oder eine Altenpflegerin, die auch 150 Kilo heben muss, im Einzelfall, dass die sozusagen am Ende vielleicht noch aufstockende Leistung erhält. Das ist jetzt so, aber das sollte nicht so bleiben. Wird sich daran denn jemals was ändern, Herr Steffel? Wir sind uns, glaube ich, da zumindest in dieser Runde einig. Das kann nur ein Einstieg in den Arbeitsmarkt sein. Gerade für Menschen, die eben 80% keine Ausbildung haben, zu sagen, du findest einen Einstieg. Und danach muss es eine Chance geben, für diese Menschen von ihrer Arbeit bei 40 Stunden die Woche zu leben. Deswegen sagen wir, das ist eine Wortfrage vielleicht, Lohnuntergrenze. Wir sind der Auffassung, dass es nicht die Politik regeln sollte. Herr Schreiner ist der Auffassung, das soll im Parlament, im Wahlkampf entschieden werden. Wir sagen, lass es die Tarifparteien machen. Die Situation in den Branchen ist unterschiedlich. Und einig sind wir uns, dass das deutlich, was immer deutlich ist, oberhalb Hartz IV und der Grundsicherung liegen muss, weil Menschen motiviert sein müssen, zu arbeiten. So, trotzdem müssen wir den Einstieg hinkriegen. Sie kriegen eben nicht jeden Unqualifizierten gleich für 1.800 oder 2.000 brutto, was ja etwa die Grenze wäre, in Lohn und Brot. Und das müssen wir auch verhindern, dass die außen vor bleiben und gar keine Chance mehr haben. Und dann sind übrigens, Frau Will, ich will einen Punkt sagen, weil Sie mich auch als Unternehmer ansprachen. Ja. Ich finde, dann sind auch die Unternehmen gefordert. Und das ist ja auch eine Stärke des deutschen Mittelstandes. Wir haben 80% inhabergeführte mittelständische Unternehmen, kleine Unternehmen, 5, 6, 8, 10 Mitarbeiter. Und ich finde, wir sollten an die Unternehmen auch appellieren, zu sagen, kümmere dich um diese Menschen aus deinem Ort, aus deinem Dorf, gib ihnen die Chance, guck vielleicht auch mal weg, wenn die zu spät kommen und hilf ihnen und erklär ihnen das, weil das Schlechtere ist, sie dauerhaft beim Staat abzugeben. Das ist ein Sprengstoff, den brauchen wir in Deutschland nicht. Dazu ist das Land zu reich und dafür ist die Wirtschaft zu stark. Das müssten wir gemeinsam eigentlich hinkriegen. Und Sie machen das so bei sich. Also, ich antworte jetzt bewusst nicht flapsig, sondern ganz ernsthaft. Ich glaube, wir haben zurzeit 30 Auszubildende. Zwischen 16 und 19 fangen die bei uns an. Und da wissen wir alle, dass die fachliche Frage die eine ist. Also da muss man manchmal den Dreisatz erklären und da ist die Rechtschreibung nicht immer optimal. Aber 50% dessen, was unsere Führungskräfte tun, sind auch die sogenannten Sekundärtugenden. Also diesen Kindern und Jugendlichen zu sagen, 7.45 Uhr heißt 7.45 Uhr. Und wenn man Kundenkontakt hat, muss man in einer gewissen Weise in Erscheinung treten, muss man gepflegt sein, müssen die Fingernägel sauber sein. Und hier ist das, was ich vorhin ja sagte, die Vorbildfunktion der Eltern wichtig. Insofern wundert mich, dass Sie das leider Gottes im Moment nicht hinbekommen. Vielleicht ändert sich's ja noch. Und zum Zweiten sind die Unternehmen gefordert, diesen Kindern zu helfen und zu sagen, versuchen wir ihnen eine Chance zu geben. Mancher ist mit 24 schlauer als mit 16. Bei mir war es übrigens auch so. Wir sprechen über Sanktionen und fragen uns, weil wir eben von Ihnen, Herr Hansen, schon Beispiele gehört haben von Menschen, die wirklich, ich sag mal so, salopp am Ende sind und dennoch sich dann wiederfinden in einer Situation, in der sie sich erklären sollen, warum sie nicht mehr zurechtkommen. Und wir haben tatsächlich die Ärmsten der Armen, wie wir meinen, besucht und wir haben sie getroffen in der Suppenküche der Franziskaner in Pankow. Wie ist es denn so als Hartz-IV-Empfänger in unserer Gesellschaft? Wenn ich ganz ehrlich bin, ist das eine schwere Beleidigung für die menschliche Seele. Man ist nichts mehr wert. Man ist nichts mehr wert, man wird nicht mehr gebraucht. Was für Reaktionen kommen da, wenn man sagt, man ist Hartz-IV-Empfänger? Na ja, bisschen herabwürdigend. Ich fühle mich wie ein Hund im Tierheim. So krass sagen Sie das? Ja. Weil es interessiert keine Sau, von was man lebt. Absolut nicht. Waren Sie schon im Jobcenter? Ja. Und wie sind da Ihre Erfahrungen? Schlecht. Schlecht? Sehr schlecht. Bei dem Arbeitsamt war das noch gut gewesen. Ne? Sagen wir mal so einigermaßen gut. Aber Jobcenter ist das Mieseste, was überhaupt existiert. Man ist nicht mehr Mensch. Man ist nur ein Tier und eine Nummer. Haben Sie den Eindruck, dass die Fallmanager dort ihre Lebenswirklichkeit kennen, dass sie sich für ihre Lebenswirklichkeit interessieren? Kein bisschen. Nicht die Bohne. Also, ich habe noch nicht einmal erlebt, dass er gefragt hat, ob ich irgendwie so zurechtkomme oder irgendwie.
wie es mit der Arbeit aussieht oder dass die mir mal einen Vorschlag machen. Nichts. Du wirst so abgestempelt, weiß ich nicht, dass du keinen Job kriegst, auf Deutsch gesagt. Du bist immer da, musst du bei Bewerbung mitnehmen und alles, aber die kicken ja nicht richtig nach und dann wird du weggehangen, wird weggemacht in der Akte und dann ist Feierabend, auf Deutsch gesagt. Das geht eigentlich darum, dass sie uns wirklich einen Stein im Weg schmeißen und kürzen wollen. Und was anderes geht das nicht. Also nur Sanktionen, Sanktionen. Sie sagen Sanktionen, Sanktionen, Sanktionen. Was sind denn Ihre Erfahrungen? Ja, meine Erfahrung ist, sobald ich eine Arbeit habe und, oder annehmen will, die das Jobcenter nicht haben will, dann sagen sie, nee, das dürfen sie nicht. Die müssen einen 1,50-Job von uns ausnehmen. Und wenn ich das nicht mache oder mich alleine nur aufrege, kriege ich gleich Kürzung. Und das sind nicht nur 10%, die kürzen wirklich gleich bis zu 100% und das kann nicht sein. Haben Sie da auch schon Erfahrungen gemacht? Ja, die habe ich jetzt gekriegt, weil ich mir jetzt um die eine Arbeit nicht gekümmert habe. Weil ich gesagt habe, für 7 Euro und 1 Cent, wir wissen ja nicht, wie sie auf 1 Cent kommen, dafür arbeiten soll. Deswegen haben sie mir jetzt einen Umbrief geschrieben, dass ich jetzt 30% abgezogen kriege. Herr Hansen, ist das nicht eindeutig übers Ziel hinausgeschossen, wenn solche Menschen auch dann immer noch weiter unter Druck gesetzt werden, obwohl sie sich ja wirklich schon super schlecht behandelt fühlen? Also ich würde das nicht unter Druck setzen, denn ich denke, wir sollten niemanden aufgeben. Wenn der Mann plötzlich 100% abgezogen bekommt, dann würden Sie sagen, der fühlt sich jetzt so, als sei er nicht aufgegeben worden. Gut, die 100% heißt ja bei über 25-Jährigen 3 Sanktionen gleichartiger. Mhm. Also 3 gleichartige Sanktionen innerhalb von 12 Monaten. Dann tritt ja die volle Kürzung des Geldes ein. In Neukölln haben wir übrigens 139 Fälle, davon 90 unter 25-Jährige. Und es müssen keine gleichartigen mehr sein. Mein Stand ist gleichartig. Okay. Müssen wir jetzt nicht uns hier auseinandersetzen. Frage war, ob man da nicht übers Ziel hinausschießt. Also das ist ja sozusagen eine Frage, wie hat der Gesetzgeber sich diese Sanktionsmechanismen überlegt. Die Verschärfung dieser Sanktionen auf die 100% stammt aus dem Jahr 2007. CDU-SPD, große Koalition zu dieser Zeit. Ich habe mir extra noch mal die Kommentare des Bundesrats angeguckt. Selbst der Bundesrat hat sozusagen gesagt, es ist richtig, wenn jemand sozusagen nachgewiesenermaßen ohne wichtige Gründe nach entsprechender Möglichkeit sich zu äußern dazu mehrfach Anlass zu einer Sanktion gegeben hat, dann heißt das unterm Strich auch 100% Sanktion. Aber 100% Sanktion kommt jetzt vielleicht der eine, der kriegt nichts mehr. Das stimmt so nicht. Deshalb stimmt es so nicht, weil erstens wir sagen, die Sachleistungen werden dann sozusagen in Form von Lebensmittelgutscheinen erteilt. Also 30 Euro pro Erwachsener pro Woche, um mal den Wert auch zu nennen. Und was die Kosten der Unterkunft und Heizung betrifft, 100% heißt wirklich alles weggestrichen. Also nicht nur die Grundsicherungsleistung, sondern das sind inklusive der Kosten der Unterkunft und Heizung. Das sind auch die Renten- und Pflegeversicherungsbeiträge. Also es wird dann alles weggekürzt. Bei der Mietkosten gibt es dann eine Sonderregelung, dass wir dann vorübergehend die Mietkosten als Darlehen übernehmen. Muss man aber dann irgendwie zurückzahlen. Wer kann Darlehen zurückzahlen? Muss man am Ende zurückzahlen. Das Bußgeld in dem Sinne dann ist irgendwann zurückzuzahlen. Aber insofern gibt es noch weitere Mechanismen. Und es gibt auch die Möglichkeit, es sind sogenannte Ermessensentscheidungen, die möglich sind, wenn derjenige dann, gerade bei Jugendlichen machen wir das, wenn der Jugendliche dann sozusagen die Information bekommen hat, du hast dich jetzt zum zweiten Mal, hast du verstoßen, dann tritt bei Jugendlichen ja die 100% Sanktion bereits ein, anders als bei Erwachsenen. Da muss es dreimal passieren. Gibt es auch Regelungen, wenn der Jugendliche dann einsichtig verhält und sagt, okay, ich habe es jetzt verstanden, ich habe meine Lektion gelernt, können diese 3 Monate auch verkürzt werden auf 6 Wochen. Also die Vermittlungsfachkraft hat je nach Verhalten des Jugendlichen oder Erwachsenen dann immer noch die Möglichkeit, zu dem einen Druck zu kommen, okay, er hat es jetzt verstanden, die gelbe Karte ist angekommen, die rote muss nicht so rot sein. Mhm. Herr Hansen, waren Sie jemals in der Suppenküche? Nein, ich habe aber vor kurzem mit dem Vertreter einer karitativen Einrichtung zusammengesessen. Das ist, glaube ich, ein Unterschied. Da ging es um das sogenannte, Ein-Euro-Kaufhaus. Wir haben das auch unterstützt in Neukölln. Dass sozusagen, es gibt ja die Möglichkeit, sozusagen von
karitativen Einrichtungen alles umsonst zu bekommen, in Anführungsstrichen. In Neukölln gibt es aber auch ein Kaufhaus, wo mit dem Rest an Geld, was man noch hat, hier war ja die Rede von, wie fühlt man sich, ist man noch etwas wert? Ganz genau, deshalb habe ich auch gefragt, ob Sie sich reinversetzen können. Sie haben ja gehört, dass diese Menschen sagen, ich bin da überhaupt noch nie gefragt worden, wie geht es Ihnen eigentlich und kommen Sie zurecht? Deshalb habe ich Sie gefragt, gehen Sie oder gehen Ihre Fallmanager manchmal auch an so einen Ort, um zu verstehen, wie diese Menschen drauf sind? Denn ich glaube, Ihnen allen ging es so, das tut einem doch leid. Deshalb frage ich Sie, also ich schießt man nicht übers Ziel hinaus, wenn man dann nur die Rechtslage im Blick hat und sagt, das ist halt so? Also die Rechtslage selbst ist ja nur die eine Seite. Also mein Eindruck ist von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die haben eine hohe Empathie zu diesem Thema, die sind engagiert. Sie machen natürlich auch Fehler, das, wie schon gesagt, das kann ich gar nicht ausschließen. Aber die Grundhaltung ist letzten Endes aus meiner Sicht, ich erlebe das jetzt seit 18 Monaten in Neukölln, eine sehr positive. Wir reden mit ganz vielen Trägern, wir machen uns Gedanken, was kann man noch machen, wie geht das. Wir haben ein Jugendberatungshaus in Neukölln. Da bin ich jetzt schon zweimal gewesen, wo wir sagen, was machen wir mit jungen Leuten, die noch einen Schubs brauchen? Wie kriegt man die dazu, dass sie eine Ausbildung absolvieren? Da finden also ganz viele Gespräche statt. Wir haben ein ganz aktives Netzwerk in Neukölln. Ich sitze ganz oft mit dem Sozialstadtrat zusammen, mit der Schulstadträtin, mit Herrn Buschkowski als Bezirksbürgermeister. Was können wir tun, um sozusagen Neukölln voranzubringen? Weil wir sagen immer, Neukölln geht mehr als das, was vielleicht jetzt so manche denken. Frau Heidmann, wie ist Ihre Erfahrung? Werden die Menschen in den Jobcentern respektvoll behandelt? Teils, teils. Also ich hatte in meinem Büro weinende Menschen sitzen, die weinend mir erklärt haben, die wollen mich fertig machen. Das heißt, die Leute fühlen sich zum Teil schikaniert. Und dabei muss man aber auch verstehen, das ist das Gesamtbild, das sich denen bietet. Es geht nicht nur um die Arbeitsvermittlung, sondern es geht auch manchmal um verlorene, gegangene Papiere, mehrfach verlangte Sachen, nicht rechtzeitig bearbeitete Sachen und so weiter. Manchmal auch Kleinigkeiten wie, nein, Sie können heute Ihr Geld nicht bar ausgezahlt bekommen, wir haben da eine Anweisung zum Beispiel. Das heißt, es ist das Gesamtkonzept einerseits und es gibt einfach wie überall, es gibt nette Menschen und es gibt vielleicht auch weniger nette Menschen. Es gibt dort anscheinend auch in der Arbeitsvermittlung einige Leute, die vielleicht manchmal stimmt auch einfach die Chemie nicht. Das kann man manchmal auch einfach nicht sagen zwischen zwei Leuten, aber es gibt keine Möglichkeit, den zu wechseln. Es gibt Leute, die haben konkret ein anscheinend, zumindest aus ihrer Warte, feindschaftliches Verhältnis mit ihrem Arbeitsvermittler und fühlen sich von dem regelrecht gemobbt. Mhm. Das mag auch daran liegen, dass zum Beispiel, wenn ich regelmäßig sage, ich möchte aber gerne eine Weiterbildung machen, ich möchte was lernen und der mir regelmäßig nur Angebote für ungelernte Personen schickt, dann fühle ich mich irgendwann von dem gemobbt. Für mich als Anwältin ist das manchmal aber schwer zu sagen, wie das natürlich dort ist, weil ich kann nur sagen, wenn ich mit den Mitarbeitern spreche, sind die zu mir im Regelfall sehr nett. Aber ich komme auch immer nur mit denen, ich komme nicht mit den Arbeitsvermittlern im Regelfall zusammen. Ich komme ausschließlich mit der Rechts- und Widerspruchsstelle zusammen und die sind nicht am Kunden. Das heißt, ich kann sagen, die Mandanten fühlen sich häufig dort gemobbt, weil das Gesamtbild häufig auch unfreundlich ist für die. Es liegt auch daran, dass zum Beispiel, wenn ich eine leistungstechnische Sache besprechen will, dann kann ich nicht einfach einen Termin kriegen. Das mag auch daran liegen, dass dort die Mitarbeiter sonst nicht arbeiten können, weil die müssen ja irgendwann ihre Akten abarbeiten. Das heißt, die Termine sind beschränkt, es muss also abgelehnt werden. Die Leute fühlen sich aber im Stich gelassen zum Teil. Und gegen den Willen von jemandem kann ich keine Arbeitsvermittlung betreiben. Die Arbeitsvermittler wechseln auch regelmäßig. Ich glaube, so in anderthalb, zwei Jahresrhythmen, manchmal mehr, manchmal häufiger, auch wenn dann der Vertrag endet. Das heißt, das Vertrauensverhältnis, das erforderlich wäre, gegebenenfalls auch um eine Verhaltensänderung zu erzielen, das kann dann häufig gar nicht erst entstehen. Ja. Herr Schreiner, wir hören von vielen Einzelfällen, die ein Bild geben. Wenn Sie sagen, der Fehler liegt im System und wünschen sich von Peer Steinbrück, sollte der denn Bundeskanzler werden, dass er das ganze System ändert? Ich glaube, wir sollten das System zumindest überprüfen. Ich habe zu denen gehört, die vor zwei Jahren ein
Sanktionsmoratorium unterschrieben haben, nach dem Motto, was hier passiert, ist erkennbar des Guten oder des Schlechten zu viel. Übrigens gibt es harte Indizien, ein erheblicher Teil der Widersprüche gegen Sanktionsmaßnahmen ist erfolgreich. Ein großer Teil der Davon Klagen, lebt Frau Heidmann. Ein großer Teil der Klagen, dank Frau Heidmann, ist erfolgreich. Das ist allein schon ein Indiz dafür, dass die Hieb- und Stichfestigkeit dieser Sanktionsmaßnahmen in hohem Maße fragwürdig sind. Wenn also mehr als die Hälfte der Klagen erfolgreich sind, kann das System nicht mehr stimmen. Also das wäre die erste Schlussfolgerung. Wir überprüfen insgesamt dieses Sanktionssystem. Ich persönlich gehöre zu denen, die sagen, wenn Sanktionen dazu führen, wie im Einzelfall eben dargestellt, das geht ja nicht mit den Jobcentern nach Hause, das ist die Frage der Rechtsgrundlagen, dass der Hartz-IV-Regelsatz komplett gestrichen werden kann, ist das aus meiner festen Überzeugung eindeutig verfassungswidrig. Der Hartz-IV-Regelsatz garantiert nach den Auffassungen des Bundesverfassungsgerichtes das soziokulturelle Existenzminimum. Basierend auf den Artikeln 1 Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar, und dem Sozialstaatsartikel Artikel 20. Das sind die beiden Rechtsgrundlagen. Wenn aber das Existenzminimum verfassungsfest ist, dann ist jede Kürzung bis hinein zur kompletten Streichung verfassungswidrig. Mhm. Wenn ich sage mal im Regelsatz, der Anteil für Verpflegung, Essen und Trinken ist, soweit ich das im Moment im Kopf habe, etwa 135 Euro. Mhm. Wenn ich den halbiere, bleiben noch knapp 70 Euro übrig im Monat für Essen und Trinken. Das sind vielleicht am Tag irgendwann etwas mehr als 2 Euro. Davon kann ein Mensch sich nicht existenzmäßig ernähren. Das geht nicht mehr. Insoweit ist das aus meiner Sicht auch unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten in hohem Maße problematisch. Deshalb meine Schlussfolgerung, ein Sanktionsmoratorium, eingehend überprüfen, was lässt sich da machen, was ist völlig überdreht, das Image der Betroffenen wieder aufbessern. Die Leute leiden darunter, dass sie als arbeitsunwillig gelten. Die ganzen Zahlen, die wir heute Abend diskutiert haben, zeigen, dass das Gegenteil der Fall ist. Und das muss man auch öffentlich sagen, dass der große Teil der Hartz-IV-Bezieher eben nicht arbeitsunwillig sind, sondern dass sie sich ernsthaft bemühen um Arbeit. Und die letzte Konsequenz, wir brauchen bessere, intensivere Betreuungseinrichtungen. Wir müssen stärker eingehen auf gesundheitliche Aspekte, auf Bildungsdefizite, auf sprachliche Defizite und so weiter und so fort. Das würde auch bedeuten im Bereich der Jobcenter, dass der Schlüssel zwischen der Zahl der zu Betreuenden und dem Betreuenden deutlich verbessert werden müsste. Wir hatten vor Jahren mal gesagt, das muss 1 zu 75 sein, wenn man das halbwegs angemessen hinbekommt und eingehen kann auf die Befindlichkeiten des Einzelnen, vor allem der jungen Menschen. Und dann wäre ich auch sicher, dass ihr Sohn eine bessere Chance hätte. Wenn man diese Betreuungsintensität verbessern könnte, dann müsste es doch möglich sein, einem jungen Menschen klarzumachen, wenn du eine Ausbildung machst, das dauert ein bisschen, da wirst du nicht gerade üppig von leben, aber dann hast du später eine wirklich gute Aussicht, dich selbst mit dem Schopf aus dem Sumpf zu ziehen, und dann hast du eine Lebens- und Arbeitsperspektive, und das lohnt sich, dafür zu kämpfen. So, jetzt hat ja nachher die Frau Kruse auch die coole DVD von dieser Sendung und wird die Sätze von Herrn Schreiner dann dauernd vorspielen, damit ihr Sohn da mal genau hinhört und ob das nicht doch eine super Idee wäre. Aber ich will den Gedanken aufgreifen, den wir jetzt schon mal die ganze Zeit hatten, nämlich, was bewirken denn Sanktionen dann eigentlich, wenn wir doch unterstellen, dass die meisten arbeitswillig sind, ganz im Gegensatz zu dem, was wir aus der Allensbach-Umfrage gehört haben, 97% verhalten sich korrekt, ansonsten werden Sanktionen ausgesprochen. Und interessanterweise, kann sein, dass wir sie nicht gefunden haben, gibt es in Deutschland keine Untersuchung darüber, wie diese Sanktionen wirken. Was komisch ist, finde ich, wenn die doch so oft ausgesprochen werden. Aber dennoch, wir haben gefunden eine Untersuchung der Schweizer Universität Lausanne. Die haben sich gefragt, ob es hilft, Sanktionen zu geben, um Menschen möglichst schnell wieder in Arbeit zu bringen, oder ob das eben nicht hilft. Eine Studie der Schweizer Uni Lausanne hat die Frage untersucht, führen harte Sanktionen gegen Arbeitslose schneller zu einem Job und ist das dann auch der richtige? Die Antwort der Studie: ja, harte Sanktionen bedeuten schneller einen neuen Job. Sie bewirken, dass die Arbeitslosen 33 Tage früher eine neue Arbeit finden als diejenigen, die keinen Sanktionen unterworfen sind. Aber ist das dann auch der richtige Job? Ergebnis der Studie: der Job wird unsicherer. Man verdient weniger als vor der Arbeitslosigkeit. Und man verdient auch weniger als derjenige, dem die Behörden mehr Zeit zur Arbeitssuche gelassen hatten. Und zwar 18,6% weniger Lohn. Also, Fazit der Studie: unter Sanktionsdruck hat man zwar schnell einen neuen Job, dafür aber einen schlecht bezahlten.
Das besonders Fatale dabei, auch 2 Jahre nach dem Wiedereinstieg verdienen die einst Sanktionierten immer noch weniger als diejenigen, die ohne Sanktionen mehr Zeit hatten, sich einen neuen Job zu suchen. Herr Steffel, heißt also zusammengefasst oder zu Ende gedacht, Sanktionen verfestigen Armut bzw. eine unsichere Situation. Das heißt, sie bringen das nicht. Ich glaube, wenn man die Männer dort eben gesehen hat, diese kräftigen Kerle, die eigentlich sagen, ich bin der letzte Dreck, ich werde behandelt wie ein Tier. In der Suppenküche meinen Sie? Ja. Mhm. Dann muss man sich ja die Frage stellen, wie kann man denen helfen? Mhm. Also mich interessiert gar nicht die Frage, sind die Sanktionen jetzt zu hoch oder zu niedrig? Da finden wir alle 1000 Einzelfälle, das mag berechtigt oder unberechtigt sein, da gibt es alle Möglichkeiten, Gott sei Dank. Aber ich glaube, es gibt nur eine Antwort. Denn diese Berufe, die diese Männer nach erster in Augenscheinnahme ausüben könnten, sind in den letzten 10, 20 Jahren eben weniger geworden. Die Geringqualifizierten, die Minderqualifizierten, die einfachen Tätigkeiten haben deutlich abgenommen. Das heißt, wir müssen sagen, Bildung, Bildung, Bildung. Wir müssen diesen Menschen vielfach noch in jüngeren Jahren einfach die Chance geben, durch Ausbildung, durch Weiterbildung Jobs zu kriegen, von denen man dann auch leben kann. Denn Frau Will, was ist die Alternative? Und das ist ja vielleicht auch der Disput, Herr Schreiner, den wir politisch austragen. Die Linke, die Grünen, die Piraten, ein Teil der SPD, wenn ich das so sagen darf. Es gibt ja zwei unterschiedliche Positionen. Sind die Piraten Teil der SPD? Nein, nein, ich sage die Linke, die Grünen, die Piratenpartei und ein Teil der Sozialdemokraten in Deutschland tritt dafür ein, dass wir ein bedingungsloses Grundeinkommen haben. Das heißt, Sie treten dafür ein, dass es keine Sanktionen gibt oder ein Moratorium. Das heißt, anderes als ein bedingungsloses Grundeinkommen. Lassen Sie mich freundlicherweise doch nur ausreden. Also es führt im Ergebnis dazu, dass egal was ein Mensch tut, er kriegt die Grundsicherung. Ob er sich bewirbt, ob er sich aktiv bewirbt, ob er Arbeit sucht, ob er keine Arbeit sucht. Ich halte das in jedem Falle für den schlechteren Weg. Sondern ich werbe dafür zu sagen, wir sollten den Menschen nicht das Gefühl geben, richte dich mal zwischen deinem 16. Lebensjahr und deinem 65. oder 67. in einem bedingungslosen Staatsgeld ein. Und egal, ob du was tust oder nicht, es ändert sich gar nicht. Sondern wir müssen, glaube ich schon, den Menschen sagen, versuch dein Schicksal in die eigene Hand zu nehmen, bilde dich weiter und selbst diesen Leuten Hoffnung geben, auch wenn der Arbeitsmarkt schwierig ist. Im Übrigen, wir haben die Arbeitslosigkeit um 50% halbiert. Auch das gehört zur Wahrheit. Das ist das Wichtigste, auch für diese Menschen. Aber jetzt wollen wir nicht aus dem Blick verlieren, was wir Ihnen mit dem Film auch erzählt haben. Da sind Sie jetzt ganz geschickt dran vorbeigegrätscht. Die Untersuchung der Universität sagt ja, wenn man mehr Zeit lässt, auch bei hochqualifizierten Menschen, dann finden die wieder einen Job, der ungefähr so hoch bezahlt ist, wie sie vorher verdient haben. Wenn man Druck macht, dann haben die 18,6% weniger Lohn als diejenigen, die Zeit gehabt haben. Und das war ja die Frage. Soll man nicht einfach viel mehr Zeit lassen, Geduld haben, nicht immer sagen, komm schnell, 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 schnell? Also wie Sie vielleicht wissen, bin ich ja ehrenamtlich Präsident eines großen Sportvereins und stelle mir das immer so übertragen auf den Sport vor. Aber hier ein Handballverein, ne? Nicht nur Handball, wir machen Breitensport, aber sind im Handball sehr erfolgreich, wenn ich werben darf. Wir spielen Champions League und die Mannschaft heißt Füchse Berlin. Freuen wir uns sehr drüber. Der mit den Selbsttoren. Ja, Selbsttore werfen wir nicht im Handball. Okay, gut. Gottes Willen, die schießen Sie vielleicht in der Politik, aber wir im Handball nicht. Wir haben der BSC da. Zum einen ist die Studie natürlich auf der Schweiz, aus der Schweiz. Ich glaube, man kann den Schweizer und den deutschen Arbeitsmarkt nicht ganz so vergleichen. Die entscheidende Frage, mit der wir uns beschäftigen müssen, ist, wie kriegen wir diese Menschen wirklich wieder in Arbeit? Das halte ich für die zentrale Frage, Frau Will. Aber ich hatte gefragt, wie schnell? Da gebe ich Ihnen auch eine einfache Antwort. Ich würde erst einmal sagen, nimm fast jede Arbeit an oder nimm jede an. Es hindert dich ja niemand daran, wenn du einen Job hast, dich weiter zu bewerben. Es kann ja jeder sagen, mein Job heute gefällt mir nicht, aber ich habe erst mal einen und bewerbe mich dann weiter. Im Übrigen ist es auch viel einfacher. Wäre das für Sie eine Maßnahme gewesen, dass Sie einfach länger gewartet hätten, dass jemand zu Ihnen kommt und Ihnen irgendeinen Job anbietet? Nee. Nein. Hatten Sie da irgendeine Hoffnung drauf eigentlich? Nee, eigentlich nicht. Wir sind ins kalte Wasser gesprungen. Also ich habe ja, wie gesagt, vorher einen 1-Euro-Job gemacht, 9 Monate lang. Und da war für mich klar, wenn das zu Ende ist, diese Erfahrung habe ich gemacht, gleich danach in die Selbstständigkeit. Ne? Aber Sie waren auf Hartz IV in dem Moment, ne? Als Sie die Firma gegründet haben, gemeinsam. Ich habe zuzüglich Hartz IV gekriegt, ja. Haben Sie da gehofft, dass das Jobcenter Ihnen was anbietet? Nein. Haben für mich Ihnen war ja Druck schon klar, meine Firma weiter aufzubauen. Aha. Sie haben gar nicht gewartet und wollten das auch gar nicht. Nein. Aha.
Und aus dem Bekanntenkreis kennen Sie Fälle, wo dann längere Zeit geholfen hätte? Wir sind ja noch immer mit dieser Studie beschäftigt und gucken uns an, würde das eher helfen, als Druck zu machen, dass man Zeit lässt? Nee, glaube ich nicht. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, je länger die Leute arbeitslos sind, desto mehr verfallen die in diesen Trott, einfach nichts zu machen. Die wollen dann immer nicht mehr. Also ich kann Ihnen durchaus einen Fall nennen. Eine Bekannte von mir, die Sekretärin ist, die hatte ein Angebot in Vollzeit für 900 Euro. Sie sollte dafür auch noch, soweit ich mich entsinne, kostenfreie Überstunden machen. Sie hat länger gesucht und hat einen deutlich besser bezahlten Job gefunden. Hätte sie den früheren Job angenommen, dann wäre sie wahrscheinlich sogar weiterhin im Hartz-IV-Bezug gewesen. Das andere, was noch dazu kommt, meines Erachtens, ist einfach, wenn ich jemanden habe, dessen Lebenslauf darin besteht, dass er zwar irgendwann mal diesen erstmal qualifizierenden Job hatte und danach die nächsten Jahre erstmal was anderes macht, was deutlich in der Stufe darunter liegt, dann ist das jedenfalls erstmal ein Nachteil gegenüber der Person, die sich auch bewirbt und die ebenfalls, die aber diesen Job zuletzt auch gemacht hat. Das heißt, die Befürchtung ist natürlich immer da, dass man dadurch mehr abrutscht. Das ist eine. Nicht mehr rauskommt. Genau. Das andere ist, wie Herr Steffel das ja vorhin, wenn ich das richtig verstanden habe, gesagt hat, wenn ich keine Regelung habe, dass ein Job auch finanziell zumutbar sein muss, dann habe ich später hinten raus irgendwann ein ganz großes Problem mit Rente und Grundsicherung im Alter. Weil die Leute dann im Prinzip dadurch, dass sie jetzt alle extrem wenig verdienen, später dann alle Aufstocker sind. Das heißt, ich schiebe das Geld, wenn ich es jetzt einspare, höchstens irgendwo dahin, wo ich es später wieder ausgebe. Und die Löhne, das Rentenniveau, das ist ja auch schon festgelegt worden, das wird weiter sinken. Und wenn ich dann irgendwann vielleicht nur noch 42% bekomme als Rente, dann müsste ich schon wirklich gut verdient haben. Das heißt, alle die Leute, die jetzt Jobs haben, die vielleicht 1.300 Euro brutto, 1.400 Euro brutto sind, die sind später wahrscheinlich alle Aufstocker. Das heißt, eigentlich müsste ich, denke ich immer, als Staat ein Interesse haben, dass ich das hinten raus Problem eben dann nicht habe, dass die Leute dort alle aufstocken müssen. Das schenke ich eigentlich bloß der Wirtschaft. Es ist nicht genau das Problem, Herr Steffel. Man zwingt Menschen unter Druck, schlecht bezahlte Jobs anzunehmen. Die finden sich dann auf einem geringeren Lohnniveau wieder, finden erfahrungsgemäß nicht wieder raus. Und die Gesellschaft trägt alle Folgekosten. Das kann doch nicht richtig sein. Das ist auch nicht richtig. Ich habe auch bewusst gesagt, es geht um den Einstieg wieder in den Job. Und wir brauchen Lohnuntergrenzen, da sind wir uns einig. Ansonsten gibt es übrigens auch Tarif. Also ich war da immer dafür, Nein, ich bin der Auffassung, dass man Schwedt an der polnischen Grenze nicht mit München vergleichen kann. Deswegen bringt uns ein Mindestlohn in Schwedt überhaupt nichts. In München können Sie nicht mal die Miete davon bezahlen. Also deswegen muss man sich das Thema regional angucken. Und dafür gibt's Tarifvertragsparteien. Übrigens, wir tun ja so, als ob in Deutschland 95% der Menschen ganz furchtbar schlecht bezahlt sind. Also es ist nicht in Ordnung, wenn es so ist, aber es ist Gott sei Dank nur ein kleiner Teil des Arbeitsmarktes. Und ich sage, für den Einstieg in den Beruf muss man als unqualifizierter, geringqualifizierter vielleicht auch Abstriche machen. Und ich sage auch, danach müssen wir alle daran arbeiten, dass der Aufstieg leichter möglich ist als heute. Das ärgert mich auch. Es sind zu viele Menschen zu lange in diesen schlecht bezahlten Berufen. Und wir müssen gucken, dass wir das ändern, denn in der Tat, das Rentenproblem kommt auf uns zu. Und es ist auch für die Gesellschaft nicht akzeptabel, dass solche Jobs subventioniert werden. Und das Geschäftsmodell der Unternehmen halte ich auch nicht für gut. Mhm. Aber Herr Steffel, Sie reden jetzt gerade von unqualifizierten Leuten. Geringqualifizierten. Wenn ich jemanden habe, der ist ausgebildete Sekretärin, dann ist der nicht geringqualifiziert. Und dann muss ich ein Recht darauf haben, einen für diesen Job angemessenen Lohn zu bekommen. Wenn ich erstmal immer den extrem schlecht bezahlten Job annehmen muss, dann verderbe ich letztendlich auch die Preise, weil der Arbeitgeber weiß, er findet ja einen dafür. Das heißt, schon alleine daher kann ich das Problem doch so nicht lösen. Ich will Ihnen beiden das Schlusswort geben. Sagen Sie für sich, einmal Schrott, immer Schrott? Ja. Ja. Wie lange? So lange, wie es geht. Und wenn wir nicht mehr können, dann
machen es unsere Angestellten. Dann macht's ihr Sohn, bis dahin ist er soweit. Ja. Danke Ihnen allen für die Diskussion, danke Ihnen. Nächsten Mittwoch haben wir auch wieder eine Sendung, aber auch wieder spät, dann 23.15 Uhr. Diesmal kommen wir nach dem Parteitagsbericht des CDU-Parteitags, also kein Sport, aber trotzdem spät. Bis dann, tschüss.